Also schon guten Abend. Wo heißen Sie und woher kommen Sie? Guten Abend, mein Name ist Natalia Schulte. Ich komme ursprünglich aus Moskau. Und ich habe einige Zeit, also ziemlich lange eigentlich, 13 Jahre lang in Deutschland gelebt. Ich habe dort fertig studiert. Und jetzt bin ich wieder zurück nach Moskau. Ich lebe auch schon lange in Moskau, aber bin beruflich oft in Deutschland. Mhm. Ja. Und wo haben Sie Deutsch gelernt? Also erstmal habe ich in Moskau in der Schule Deutsch gelernt, in einer Schule mit erweitertem Deutschunterricht. Später habe ich mich beworben für das Studium an der Hochschule für Fremdsprachen, Maurice Thorez. Da habe ich 2 Jahre studiert. Nachher hatten wir ein Praktikum in Berlin. Und nach diesem Praktikum habe ich mich entschlossen, dann weiter in Deutschland zu studieren. Ja, und das war also in Berlin. Ich habe allerdings dann an der Freien Universität in Berlin studiert. Damals war Berlin geteilt, also das war kurz nach der Teilung. Und die Freie Universität befand sich in dem westlichen Teil von Berlin. Da habe ich auch Linguistik, Literatur, deutsche Literatur und Betriebswirtschaftslehre studiert. Na schön. Und hat das Leben in Deutschland Sie irgendwie verändert? Na sicherlich, ja. Das kann man schon sagen, dass man viele Dinge sich aneignet. Dass man viel lernt, dass man sich auch adoptiert in gewisser Weise. Und man lernt viele Leute kennen. Und wenn man sich viel mit Deutschen unterhält und viel mit Deutschen zu tun hat, hat man natürlich auch bestimmte Persönlichkeitsveränderungen, aber nicht wesentliche. Ja? Also die Persönlichkeit bleibt an sich, aber die Sprache, das Leben in einem anderen Land lässt einen Menschen sich adoptieren, ja? Ja, genau. Und können Sie uns bitte eine besondere Geschichte oder Anekdote aus Ihrem Berufsleben in Deutschland erzählen? Ja, das kann ich machen. Wir haben eine Party gehabt und da waren verschiedene Getränke. So Wein und auch die Russen, die müssten auch ihr Nationalgetränk Wodka mitbringen. Und die Deutschen, die haben dann die Flasche aufgemacht und die haben dann in die kleinen Pokale, also in die kleinen Gläser Wodka eingeschenkt und dann wieder die Flasche zugemacht. Und die Russen, die da waren, die haben es nicht verstanden. Warum hat er die Flasche zugemacht? Warum hat er überhaupt diesen Korken da gelassen? Und sie haben dann höflich gefragt, ja, die Leute, warum macht er die Flasche zu? Ja, für das nächste Mal müssen wir doch was lassen. Und die Russen, die haben gesagt, nee, eine Flasche. Und für das nächste Mal bringen wir nochmal die neue Flasche. Also das war schon irgendwie konfus, weil die Deutschen haben sich nicht vorgestellt, dass man an einem Abend eine ganze Flasche Wodka fertig trinken kann. Das war unmöglich. Ne? Also das war so eine Geschichte, die die Mentalitätsunterschiede unterstreicht. Ja, okay. Ja, eine spannende Geschichte. Und verfolgen? Ja, bitte. Also verfolgen Sie die Nachrichten aus den deutschen Medien oder aus den russischen auch? Also ich verfolge Nachrichten aus verschiedenen Medien, weil ich mir meine eigene Meinung bilden möchte. Also ich möchte nicht nur von einer Seite beeinflusst werden. Wir wissen auch, dass die Medien bestimmte Mechanismen haben,
die die Menschen beeinflussen können. Deswegen versuche ich auch, verschiedene Ereignisse aus verschiedenen Medien, also Informationen über verschiedene Ereignisse aus verschiedenen Medien zu schöpfen. Auch aus deutschen Medien, aus amerikanischen Medien, aus russischen Medien und so weiter. Na gut. Und wie bewerten Sie derzeitige Beziehungen zwischen Russland und Europa? Was sollte man ändern? Also, ich möchte mal sagen, es ist doch für uns die bestimmte, also starke Annäherung erlebt haben. Natürlich, also sagen wir mal, eine schwere Zeit. Aber ich denke immer daran, dass auch Missverständnisse in den Beziehungen überwunden werden können, wenn man einen Willen hat, einen guten Willen. Deswegen ist es jetzt wichtig, mehr etwas zu finden in den Beziehungen, was für uns beide, also für, sagen wir mal, für Europäer und für Russen wichtig ist. Und da sind zum Beispiel wirtschaftliche Ziele. Russland war immer ein stabiler Partner für Europa, was zum Beispiel Rohstoffe angeht. Es ist sehr wichtig für Städte, also für Staaten in Europa, für, sicherlich auch für Deutschland in erster Linie, weil deutsche Wirtschaft sehr energieintensiv ist. Also deutsche Wirtschaft braucht Energie und braucht Energie zu stabilen Preisen, damit auch die Produkte, die Deutschland produziert und exportiert, stabile Preise haben. Und das ist sehr wichtig jetzt, die Zusammenarbeit und die Stabilität in den wirtschaftlichen Beziehungen zu bewahren. Also dass man die politischen, die unterschiedlichen Ansichten in der Politik nicht als Grund zu den wirtschaftlichen, ja, sagen wir mal, zu dem wirtschaftlichen Auseinanderleben nimmt und das nutzt. Also wir müssen mehr gemeinsame Ziele verfolgen, mehr miteinander reden, damit wir auch in der Zukunft gutes gemeinsames Europa wieder aufbauen können. Ne? Ja, richtig. Und also, worin unterscheidet sich Russland und Europa? Also jetzt sage ich mal, ich denke, in erster Linie unterscheidet sich Russland von Europa in den Fragen der Sozialwirtschaft. Mhm. Ne? Europa ist mehr sozial. Europa sorgt, sagen wir mal, für ein gewisses Niveau im Lebensstandard. Wir wissen, dass es in Russland auch Schritt für Schritt besser wird. Aber ich denke, es ist mehr jetzt mehr Gemeinsames, was wir mit Europa haben. Und viele Europäer, die nach Russland kommen, die sind sehr angenehm überrascht. Das hat auch die Fußball-Weltmeisterschaft gezeigt. Viele Leute waren hier und haben gesehen, wie schön, wie komfortabel es geworden ist. Und dass wir speziell auch in Moskau in Moskau ist sehr viel geschehen in der letzten Zeit, was eben bequemes Leben, also ökologisches Leben angeht. Ne? Und daher sind Europäer auch angenehm überrascht. Die sehen das auch sehr positiv, denke ich. Ja, es ist wirklich so. Und sehen Sie Ihre Zukunft in Russland oder möchten Sie nach Deutschland wieder gehen?
Also ich sage mal, ich bin aus Russland. Mhm. Ich gehe eher, ich weiß nicht, wie die Umstände sein werden, weil ich in meinem eigenen Geschäft beschäftigt bin. Ich bin selbstständig. Ich habe eine Firma, sowohl in Russland als auch in Deutschland. In Deutschland haben wir ein Familienunternehmen. Und ich arbeite auch in der Modebranche. Mehr bin ich natürlich hier in Russland beschäftigt, aber ich bin oft in Deutschland beruflich unterwegs. Und es kann auch sein, dass ich einige Zeit auch länger in Deutschland lebe, aber meistens kann ich sagen, dass ich zwischen Russland und Deutschland reise, aber vorwiegend in Russland bin. Also in der nächsten Zeit plane ich zumindest nicht, wieder für längere Zeit nach Deutschland zu gehen. In der nächsten Zeit bleibe ich sicherlich in Moskau noch. Ja. Schön, danke sehr und danke für Ihre Zustimmung, unsere Fragen zu antworten. Viel Spaß beim Abend. Vielen Dank. Dankeschön.